schmeißen wir mal ordentlich Koks rein. Haben wir wirklich keine anderen Motoren mehr? Das ist doch kacke. Another Stein, da werden wir jetzt mal... So, da haben wir auch keinen mehr. Der... Naja, das ist jetzt... Er läuft, aber er läuft mir nicht schnell genug. Dann möchte ich theoretisch noch zwei Stirling Engines anbauen, damit er hier ein bisschen aus dem Knick kommt. Da werden wir uns jetzt fix welche machen. Brauchen wir erstmal wieder Kolben. Halt. Andersrum. So war das. Und das so. Und Redstone. Den packen wir mal nach dort. Und dann brauchen wir noch Eisen. Da machen wir noch mal zwei Stück von fertig. So, dann braucht er wieder Stöcker. Und zwar vier Stück. Also viermal, ne? Wisst ihr schon. So, dann machen wir das hier. Und dann machen wir hier noch... Dann machen wir das mal so. Das so. Die Kolben. Glas. Pflastersteine. Stirling Engines haben wir die auch. So, die werden wir jetzt hier links und rechts von setzen. Und ich brauche wieder Koks vor allem. Koks, Koks, Koks. Da haben wir Koks. Der kommt mal hier hin. Und dem brauche ich keinen Hebel geben. Das kommt hier einfach so rein. Und ihn setze ich an diese Seite. Und der kriegt hier auch Koks. Und dann können wir ihm hier sagen, mit dem Hebel, mach doch mal was. Das mache ich hier anders. Den werde ich dahin setzen. Und der Hebel kommt weg. Der Hebel kommt auch weg. So, jetzt haben wir hier zumindest mal wieder ein bisschen mehr. Jetzt sollte das vielleicht auch mal ein bisschen schneller gehen. Jetzt haben wir etwas mehr als die doppelte Geschwindigkeit von dem Scheißding hingekriegt. Gut, ich würde sagen, wir befüllen unten schon mal die Maschine mit ein paar Sachen, die wir brauchen werden. Momentan läuft die Maschine so noch nicht. Beziehungsweise wir können sie zum Laufen bringen momentan. Das würde schon funktionieren. Dann werden wir das auch mal gleich machen. Da kommt er rein. Das kommt hier hin. Hier oben kommt noch mehr rein. Dann können wir gleich nochmal einen Schwung noch mehr holen. Die wird ordentlich was verbrauchen. Und die wird uns auch Bescheid sagen. Durch mannigfaltiges Getute. Wenn sie nichts mehr hat. Also wenn sie kurz davor ist. Aufzuhören. Wenn da nur noch ein Stack drin ist, dann sagt er Bescheid. So, das wird dann gleich die nächste Sache sein, die wir brauchen. Das ist so richtig, das ist richtig. Items in Inventory. Nee, das ist nicht Items in Inventory, was wir haben wollen. Wir wollen haben Liquid... Und Hank, das ist aber hier gerade schlecht, aus dem einfachen Grunde. Ach, du wirst jetzt erstmal immer pumpen. Energy Pulser. So, machen wir das mal so rum. Redstone Signal off. Und ihm sagen wir, wenn er... Habe ich das gemacht? Wenn er kein Signal kriegt, soll er pumpen. Das passt so, das passt so. Und jetzt brauchen wir einen Eimer Lava, um die ganze Sache anzuschmeißen. Der ist immer noch nicht viel weiter. Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Eisernes und Gatter. So, hier schmeiße ich mal fix ihn noch rein. Nicht, dass der nachher irgendwie weg ist oder so. Jetzt brauchen wir erstmal einen Eimer Lava. Da ich jetzt gerade nicht weiß, wo die Eimer sind, nämlich hier.
Was hat er da jetzt gerade gesehen? Pflasterstein in das Transportrohr. Da wäre es gewesen, was er vorhin gesucht hat. Na, da war es wieder. So. Also die Maschine funktioniert jetzt im Großen und Ganzen so schon, aber ich werde jetzt hier noch Sicherheitseinrichtungen einbauen, dass der immer genug Lava hier noch drinne hat. Da werde ich dann euch dann zeigen, wie es funktioniert. So, die packen wir jetzt da rein. Er pumpt das hier unten hin und er hat kein Signal, kein Redstone-Signal von hier hinten und deswegen fängt er an. So, er baut jetzt hier Energie auf. Das ist anfangs hier ist das noch relativ wenig. Aber das geht hoch bis 4 MJ pro Tick. Und mit der Energie kann er dann hier ganz gut arbeiten. Die wird auch anfangs nicht allzu doll sein, die Maschine. Aber jetzt, so wird es funktionieren. Dann werden wir hier uns gleich als nächstes um die Strukturrohre kümmern müssen. Und um die... Na, dass die Strukturrohre jetzt hier quasi Energie bekommen. So, das muss da mal hin. Er pumpt weiter, hat aber kein Signal und er hat das Ding hier unten drin, alles klar. So, ein Eimer reicht für zwei Eimer, die hier rauskommen. Also zumindest hier, bei Feed the Beast sind es nachher weniger. Wir produzieren mit ihm hier 16.000, er braucht 8.000, um einen Eimer Lava aus einem Netherstein rauszukriegen. Also haben wir hiermit das Doppelte. Und bei Feed the Beast ist es hier 16.000 raus. Oder 18.000, es können 18.000 oder 16.000, jedenfalls was mehr. Mehr als hier gebraucht wird. Hier sind es 12.000, die er hier braucht und hier sind es 18.000 oder 16.000, die er produziert. Dann passt das immer noch. So, hier müssen wir nachher hoch. Da muss er hin. Das hatte ich mir so geplant. Als nächstes hier kommen noch Strukturrohre hin. Die muss ich nur, kann ich erst legen, wenn ich hier hinter ihn hier gesagt habe, dass er da das Gatter hat. Das werden wir als nächstes haben müssen. Ich brauche Gatter. Eisernes und Gatter. Er kommt langsam in Wallung. Da werden wir uns auch ein paar mehr von produzieren. 19. Eisernes und Gatter. Ja, das haben wir. Die soll er denn dann nachproduzieren, wenn er damit keine mehr hat. Ja, noch 10.000, dann hat er das fertig. Machen wir hier mal ein bisschen mehr Sicht einmal. So, dann können wir eigentlich jetzt schon die Anbindung für den ganzen anderen Scheiß machen. Für unseren... Für ihn hier quasi. Ich möchte nämlich, dass er hier nachher wieder runterführt mit den Rohren. Das heißt, wir werden hier hinein und hier möchte ich Glas haben und hier kommen pflastersteinerne Wasserrohre hin. Zack, zack, zack. Und nein, halt, nicht der, sondern hier. Und dann brauchen wir jetzt noch wieder etwas Glas. Das müssten wir eigentlich noch da. Ne, haben wir nicht dabei. Das haben wir bestimmt oben im Project Table dran geknallt. Jawohl, da liegt's. Das nehmen wir mal dorthin. Dann brauchen wir noch ein Rohr. Und zwar ein hölzernes Wasserrohr brauchen wir. Huch, hier wieder durch. So, das heißt, er kommt hier erstmal mit Glas dicht. Hier kommt oben das hölzerne Wasserrohr ran. Zum Glück hat er sich gemerkt, wie das ganze Scheißsignal funktioniert. Hier kommt dann dieser zweite pulsierende eiserne Chipsatz hin. Da können wir eigentlich auch nur einen normalen benutzen. Da brauchen wir noch nicht mal einen eisernen für nehmen. Eiserne war nur wichtig hier, weil der muss noch ein bisschen was mehr können. Und mit dem anderen wird das nicht funktionieren. So, das Ding hat er jetzt gleich fertig. 39.200 hat er. So. Da hat er den jetzt fertig. Eisernes und Gatter. So, damit geht's jetzt weiter. Dann können wir nämlich... So, das müssen wir nämlich unten anbauen. Kommt hier hin. Zack.
Und jetzt können wir ihm sagen, wenn du nichts im Inventar hast, möchte ich ein Redstone-Signal haben. Das heißt, wenn er hier leer ist, geht hier das Redstone-Signal durch. Und da wir ihm gesagt haben, wenn du kein Redstone-Signal hast, funktioniere und bei einem Redstone-Signal funktioniere nicht, schaltet er dann ab, wenn er nichts mehr hat. So wollte ich das jetzt schon mal haben. Das könnte man theoretisch auch andersrum machen. Funktioniert aber mit der Schaltung, die ich jetzt hier so vorhabe, einfach besser, wenn wir das so rum haben. So, weil hier muss auch noch was ran. Und wir können erstmal anfangen, das Kabel zu verlegen. So, das muss nämlich hier hin. Und jetzt muss ich noch haben Strukturrohre wieder. Die haben wir ja hier gehabt. Da möchte ich jetzt nämlich hier eins hin haben und hier. Wozu, das werdet ihr dann schon sehen. Hier muss einmal Wire hin, da muss Wire hin und hier muss Wire hin. Der verbindet sich hier rüber. Das ist ganz praktisch. So. Als nächstes brauchen wir dann wieder ein bisschen was an Chip setzen. So, was das jetzt hier oben soll, dieses Ding, da werden wir dann auch gleich sehen. Der noch nicht genug. Ach so, ach, der ist noch falsch rum. Den habe ich noch gar nicht konfiguriert. Aber ihr seht jetzt, mit einem Eimer hier sind hier zwei Eimer voll rausgekommen. So, dieser muss abgeschaltet werden und hier muss der Ausgang hin. Das heißt, er pumpt jetzt hier raus, pumpt rüber und das läuft jetzt hier immer hin und her, bis das hier alles reingelaufen ist. Also er pumpt die Hälfte hier rein, die Hälfte läuft da weiter. Dann pumpt er die Hälfte hier rein, die Hälfte läuft da weiter. Das pumpt er jetzt so lange hin und her, bis das alles hier hingelaufen ist. Was das nun wieder soll, das seht ihr dann auch. Weil wir werden diese Pipe automatisch umschalten können, wenn er voll ist. Dann werden wir ihn hier komplett umschalten können. Das wird dann schon recht praktisch werden. So, und das hier ist quasi nur als Zwischenspeicher gedacht, damit er nicht plötzlich hier ständig hin und her schalten muss, sondern immer nur runterpumpen kann. So, er wird jetzt hier ordentlich noch was brauchen. Inzwischen müsste das nächste Gatter auch schon ein bisschen vorwärts gekommen sein. Ja, das läuft doch ganz gut. Da macht er jetzt den eisernen Redstone-Chipsatz erstmal fertig. Und dann läuft das auch alles weiter. Pulsierender Chipsatz, den werden wir hier mit reinschmeißen. Werden wir nicht, das werden wir anders machen gleich. Der ist ja gleich durch hier. Jetzt, so kommt er in Wallung. Da hier noch genug drin, da hat er genug drin, da hat er genug drin, da hat er genug drin. Läuft also. Gut. Ich habe da gerade noch eine andere wilde Idee. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich mache an dieser Stelle eine kleine Aufnahmeunterbrechung. Lass ihn hier weiterlaufen, dass wir die Chipsätze fertig kriegen. Und bin dann sofort wieder für euch da. Also bis gleich. Tschüss. Das dauert mir nämlich sonst zu lange, bis wir das hier fertig haben. Bis dann. So, und da ist er auch schon wieder. Warum ich jetzt diese beiden Stacks Netherstein hier unten drin habe, ist schnell erklärt. Ich musste unten einmal kurz eine Maschine und den ganzen Netherstein wieder rausnehmen. Aus dem einfachen Grunde, dann ist nachher der Vorführeffekt ist um einiges besser. Dann lässt sich das besser erklären, als wenn die ganze Maschine schon voller Lava steckt und da wirklich nichts hin und her schaltet. Das sehen wir dann auch. Ein eisernes Undgatter ist inzwischen fertig. Das zweite ist hier in Arbeit. Wie man sieht, das eine können wir jetzt gleich anbauen. Und warum ich eigentlich jetzt schon wieder da bin, ist eigentlich der Grund. Sekunde, einmal das so machen. Weil ich gerade eben kurz hier unten war und festgestellt habe, dass wir eigentlich ein bisschen wenig Holz hier drin haben. So, und zwar ist das Eichenholz. Und da werden wir jetzt gleich nochmal einmal kurz raus und ein bisschen was. Ja, ein bisschen was. So. Was ist draußen denn los? Da muss ich mal gleich gucken, was das ist. So, jetzt haben wir hier dieses eine eiserne Undgatter. Und zwar muss das jetzt nämlich hier oben hin. Und ihm sagen wir, wenn der Tank voll ist, gebe mir ein Redstone-Signal. So, dieses Red-Pipe-Signal. Dieses Red-Pipe-Signal wandeln wir hier unten wieder in ein Redstone-Signal.